Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft, einige Insignien zu sammeln. Wir haben noch die Ordenssammlung vervollständigt und heute habe ich euch versprochen, dass wir noch die restlichen Sternensplitter sammeln. Und dafür habe ich mir gerade eben mal bei Merlieblich, Merle oder ich weiß nicht, wie ihr Name ist. Sie sagt ihn uns nicht mehr, sie hat sich uns einmal vorgestellt, jetzt wissen wir es nicht mehr. Habe ich mich informiert, wo es weitere Sternensplitter noch geben soll und die werden wir jetzt der Reihe nach hoffentlich gleich alle abgehen. Tatsächlich sagt sie einem die Sternensplitter-Locations ziemlich durcheinander. Insofern, ja, war das jetzt ein bisschen Fiddelarbeit, das so zurecht, zu legen, dass wir hier möglichst sinnvolle Wege gehen. Und was mich auch ein bisschen verstört hat, ist die Tatsache, dass sie uns bisher nur Locations bis zum fünften Kapitel genannt hat. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie uns immer nur ein gewisses Kontingent an Hinweisen gibt. Und erst wenn wir die abgearbeitet haben, dann die neuen Hinweise uns mitteilt. So, in einem Raum. Okay, ich lese euch immer die Hinweise nochmal vor. Der erste Hinweis war, Katakomben vor der schwarzen Truhe eine Stampfattacke zu machen. Ja, ist relativ eindeutig. Wir erinnern uns, die schwarze Truhe war hier. Hier haben wir den Flieger damals bekommen. Alles tutti. Genau, und der zweite Sternsplitter ist tatsächlich auch schon direkt hier. Ich werde bei meinen meisten Sternsplittern werde ich wahrscheinlich einen Cut machen. Allerdings nicht bei allen. Wenn sie so nah zusammen sind wie jetzt hier zum Beispiel, dann werde ich es nicht tun. Und zwar ist hier der zweite Hinweis direkt gewesen. Tief in den Katakomben, links vom Raum mit der großen Tür, mit der Röhre zum. Nee, Moment. Links vom Raum mit großem Tor. Mit der Röhre zum Duellkerker, hinter der Treppe. Ist ein bisschen missverständlich, oder? Ist es missverständlich? Wir schauen mal. Also es soll die Rö mit der Röhre zum Duellkerker sein. Das heißt, wir müssen eigentlich hier nach links. In Richtung Duellkerker. Ich dachte tatsächlich, ich meinte Treppe in diesem Raum hier. Aber das, die scheint es tatsächlich nicht zu geben. Deshalb einmal nach links rüber. Jawollo. Und jetzt einmal gucken, gibt es im Duellkerker wirklich eine Treppe? Nein. Moment. Können wir eigentlich hier drauf auf die Röhre? Nee, ne? Sehr komisch, weil die führt ja von ganz vielen Stellen irgendwie zurück. Was? Ah, tiefste Etage 100. Ah, Sternsplitter 88 von 100. Tatsächlich. Krass. Das ist aber heftig, weil. Das sind tatsächlich alle. Das heißt, wir haben ab Kapitel 5 alle Sternsplitter gesammelt und nur davor nicht. Spannend. Gut, wir sind in Kapitel 6 und 7 auch noch deutlich öfter rumgerannt. Deshalb könnte ich mir das schon vorstellen. In dieser Gegend scheint es etwas zu geben. Ach, genau, ja, okay, ich bin doof. Genau, der Hinweis war ja. Links vom Raum mit dem großen Tor, mit der Röhre zum Duellkerker, hinter der Treppe. Ja, ich habe jetzt das gar nicht als Treppe gedeutet, weil wir hier nur zwei Stufen haben, aber in der Tat gibt es hier einen Sternsplitter. Und damit haben wir schon Nummer 89 gefunden. Krass. Damit geht es auch schon gut voran. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich in der Nähe vom nächsten Sternsplitter bin. Bis dann. So, da sind wir auch schon im nächsten Raum. Ich versuche das Ganze chronologisch nach Kapiteln abzugehen. Deshalb befinden wir uns jetzt in Logartsburg. Und hier haben wir den Hinweis bekommen, in der großen Burg, in einem Raum mit mehreren Gefängniszellen, in der Zelle ganz links, einmal eine Stampfattacke machen. Ich hoffe, das ist hier. Das ist hier. Jawollo. Und damit haben wir es auch schon gefunden. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Sternsplitter. Bis gleich. So, da sind wir auch schon beim nächsten Sternsplitter. Und zwar finden wir uns hier in Ironas Haus in dem, wie heißt es nochmal, Wunderwald, genau. Und ich muss immer noch sagen, die Wunderwaldmusik ist so unfassbar ruhig, sanft und schön. Das ist, weiß nicht, ich krieg immer wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich hier bin. Ja, war einfach ein schönes Erlebnis, gerade hinzulaufen. Genau, der Tipp war, hau im Haus der Herren der Winde, in ihrem Schlafzimmer. Links neben dem Kleiderständer. Mach eine Stampfattacke. Kleiderständer?
Moment. Könnt ihr hier einen Kleiderständer identifizieren? Ich bin zu blöd. Hä? Aha. Ja, das ist für mich ein Schwingspiegel und kein Kleiderständer, aber ist okay. Wir nehmen das mal so hin. Yay! Wo ist hier ein Kleiderständer? Ach! Ich kann mir vorstellen, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Kann es sein, dass ja so ein Schminktisch quasi im Englischen als Wardrobe auch übersetzt wird? Und ein Kleiderständer halt auch? Halt Garderobe so ein bisschen, wo man sich umzieht und ja, sowas könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Übersetzungsfail ist, weil Kleiderständer sieht für mich anders aus. Aber gut, dann haben wir diesen Übersetzungsfehler wahrscheinlich entlarvt. Könnt ihr natürlich auch gerne mal eure Meinung zu schreiben, ob ihr denkt, das handelt sich auch um einen Übersetzungsfehler. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Oh mein Gott. Okay, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim nächsten Sternensplitter bin. Bis dann. So, jetzt befinden wir uns im Bubaum oder im Wunderbaum. Ich weiß immer noch nicht, wie er im Originalspiel heißt. Hier befehlen uns tatsächlich ganze 3 Sternensplitter und deshalb schalte ich hier einfach mal direkt rein, auch wenn wir noch nicht in dem Raum sind, wo wir direkt hin müssen. Ja, einfach weil ich manche Räume hier auch gar nicht identifizieren kann, richtig. Genau. Ich glaube, der erste Teil ging tatsächlich nach hier. Schauen wir mal, ob wir damit richtig liegen. Sieht eher nicht richtig aus, aber die Räume sehen alle so leer aus hier. Das finde ich krass. Ah doch, wir sind tatsächlich richtig. Ich habe mir sowas gedacht, dass es hier bei den Räumen mit den Zellen gewesen sind. Also, dass die Räume mit den Zellen im oberen Teil vom Wunderbaum waren. Denn der Tipp lautet, im großen Baum, in der Mitte der blauen Zelle, mach eine Stampfattacke. Ja. Auf jeden Fall sehr dramatisches Reingezoome hier. Was daran liegt, dass man damals, glaube ich, mit... Oh, hier war der Schatzraum, richtig. Dass man damals mit... Bubulina? Wie ist sie so? Ich weiß nicht mehr. Dass man mit ihr da irgendwie geredet hatte. Und dann nochmal einen epischen Dialog geführt habe. Und deshalb musste man an der Stelle reinzoomen. So die Logik. So, jetzt haben wir noch 2 weitere Tipps. Der eine ist im großen Baum, mit dem Raum über den Seifenblasen. Und der nächste Tipp ist noch in der seltsamen... Ne, Quatsch. Das macht keinen Sinn. Im großen Baum kurz vor der Falle, hinter der Röhre nach oben. Ja, jetzt müsste man wissen, wo hier eine Falle war und wo hier ein Raum mit Seifenblasen war. Also den Seifenblasenraum kriege ich, glaube ich, noch irgendwie hin. Hier, Raum über den Seifenblasen. Ist das der Raum über den Seifenblasen? Ich nehme mal an. Weil die Seifenblasen sind unten eigentlich. Die kommen zwar hoch, aber eigentlich soll man es so interpretieren, schätze ich mal. Genau, vor der Röhre eine Stampfattacke. Hier? Nee. Vor der Röhre hier hinten vielleicht? Nee. Verdammt. Wir holen uns gerade nochmal Nagarine raus und gucken mal. Nee, in dem Raum gibt es tatsächlich nichts. Okay. Meint er mit Raum über den Seifenblasen vielleicht tatsächlich sogar hier den? Wenn wir die Röhre hier hochgehen? Wäre halt auch möglich. Ja, okay. Krass. Gut, dann haben sie wirklich mit oben und unten die Röhren mitgemeint. Das hätte ich dem Spiel tatsächlich gar nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, das wäre der obere Teil des Raums quasi, aber so haben wir es ja auch gefunden. Ansonsten war der Raum halt recht unspektakulär, deshalb haben sie es wahrscheinlich so beschrieben, dass sie die Seifenblasen als Referenz nehmen. So, und jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch der Raum mit der Falle. Wo zum Geier gab es hier eine Falle? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, in dem Raum hier gäbe es halt auch Seifenblasen, glaube ich. Hier war ein Gegner. Du haust mal ab. Die Röhre hat uns nur dahin geführt. Hier war auf jeden Fall keine Falle. Nur ein paar Gegner. Wo war eine Falle? Es müsste ja irgendwo so eine Art Käfig gewesen sein.
Oh, hier, der Große. Was sagt er uns? Hey, du bist ja wieder da, Schnauzbart. Da drinnen sind die Pikatos. Aber irgendwie ist es unheimlich, dass die alle so friedlich sind. Okay, standen ja offenbar auch... Mario, bitte nicht hauen, will er wohl sagen. Ich werde auch immer artig sein, will er wohl sagen. Ganz schön stressig, so ein Leben als Pikato, will er wohl sagen. Dieses kleine Bubu-Mädchen mit dem roten Fühler, das ist vielleicht süß, will er wohl sagen. Ob Pixel sich wohl wieder in einem Laden versteckt hat, will er wohl sagen. Wer ist Pixel? Diese pausbäckigen Bubu, den würde ich jetzt ja auch gerne mal in den Bauch pieksen, will er wohl sagen. Okay. Schöne Dialoge, mag ich. Okay, hier war der Weg zum Boss. Hier gab's die Stampfattacke, glaube ich. Oder einen großen Hammer? Ne, einen großen Hammer müsste es sein. Ah, war hier die Falle? Vielleicht hätte ich einfach mal in den Räumen ein bisschen scannen sollen. Nee. War hier eine Falle? Nee. Hier hinten ging es auch nicht weiter. Den Busch kann man nichts machen. Ja, dann ist eine gute Frage. Wo zum Geier war hier eine Falle? Ich guck vielleicht doch nochmal in den Raum. Nicht, dass ich hier Mist baue. Nee, okay. Also ich meine mich zu erinnern. Hat man hier doch die Stampfattacke bekommen? Ah, jetzt müssen wir wieder nach unten, okay. Doch, es müsste so gewesen sein. Man hat die Stampfattacke bekommen. Oder nee, man musste... Man hatte so... Genau, man hatte... Man wurde im Käfig übergestülpt. Dann konnte man aus dem Käfig fliehen mit der Fähigkeit hier. Und dann musste man sich die Stampfattacke holen, um dann wieder in den Käfig zurückzugehen und dort eine Bodenplatte kaputt zu machen. Oh, wir haben das hier immer noch nicht geöffnet. Krass. Machen wir mal. Hä? Was? Ist es jetzt oben gelandet? Oder ich bin verwirrt. Den Orden hätte ich schon ganz gerne, der da rausgeploppt ist. Auch wenn wir ihn wahrscheinlich schon haben, weil ansonsten hätte ich ja schon danach gesucht gehabt. Ach nee. Ah, okay. Got it. Ausweicher Partner. Bei erfolgreichem Einsatz für einen Partner sinkt der Schaden um 1. Das ist doch relativ cool. So, was hier hinter dem Pikato-Raum vielleicht? Ja, wir lesen die jetzt nicht nochmal alle. Das wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber prinzipiell... Oh, schon schöne Dialoge. War das hier? War hier eine Falle? Ja, hier war's. Okay. Hinter der Röhre? Kommst du hierher? Nee, kommst du nicht. Okay. Oder war die Falle unten in dem Raum? Gibt auch noch die Möglichkeit. Kurz vor der Falle, hinter der Röhre nach oben. Okay. Nee, hier gibt es keine Röhre nach oben. Das heißt... Ja, oben müsste die Falle gewesen sein. Und hier sieht man auch schon den Sternsplitter glitzern. Einwandfrei, dann sind wir hier auch durch soweit. Coole Sache. Ja, dann war es das soweit im Wunderwald, nehme ich an. Ja, war es soweit im Wunderwald. Sehr gut. Genau, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich beim nächsten Sternsplitter bin. Bis dann. So, da bin ich wieder. Wir sind in Falkenheim und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich vor einiger Zeit mal einen Part hatte, wo ich wirklich Probleme hatte, was zu finden. Und das war hier irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht ein Bug ist, aber tatsächlich gibt es in dieser, ja, in diesem Gebiet hier einen anderen Sternsplitter, der sich aber gar nicht da befindet, sondern hier. Und zwar haben wir dafür den Hinweis bekommen. In der Stadt in den Wolken, hinter der Telefonzelle. So, und jetzt bin ich gespannt. Es scheint immer noch was zu geben, okay. Dann handelt es sich aber um keinen Sternsplitter mehr, den wir hier noch anderweitig finden können.
Weil ich gehe mal schwer davon aus, dass sie hier immer noch ausschlägt. Ja. Und das ist krass. Was soll es denn hier noch geben? Also, ich meine, nur Sternsplitter werden uns leider angezeigt. Insofern. Hatten wir die Plakate hier alle schon mal weggepustet? Oder schon mal probiert wegzupusten? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Nö. Okay. Dann bin ich tatsächlich ziemlich überfragt, würde ich sagen. Weil, was soll es hier dann noch geben? Wenn Nagarino uns nochmal einen sinnvolleren Hinweis geben könnte, anstatt einfach auf der Stelle rumzuspringen, könnte man das vielleicht auch besser finden. Aber so sehe ich leider ein bisschen schwarz. Ich meine, ich kann hier überall nochmal einen Hochsprung machen, aber ich glaube, das ist auch nicht besonders zielführend. Nee, definitiv nicht. Ja, ich glaube, das muss ein Mysterium dieses Let's Plays bleiben. Genauso wie diese eine Stelle in Bad Glimmerich, wo wir auch nicht weiterkamen. Keine Ahnung, was es mit den Stellen auf sich hat. Solltet ihr wissen, wie man hier noch an Items kommt, sagt's mir gerne. Ich reich's vielleicht auch noch nach dann. Aber für den Moment gebe ich einfach auf an der Stelle, weil wir haben jetzt schon so lange nach diesem und auch nach dem Item in Bad Glimmerich gesucht. Das muss ja irgendein versteckter Block sein, der noch ein Item beinhaltet, aber was für eins, keine Ahnung. Ja, das wird auf ewig ein Mysterium bleiben. Genau. Ja, ich schalte mal kurz wieder raus. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Gebiet. So, selbstverständlich muss es noch einige Sternsplitter bei der Spukabtei geben. Und deshalb bin ich hier wieder aufgereiht. Der erste Hinweis ist: Vor der seltsamen Abtei, nahe dem baufälligen Tor, hinter der Mauer. Ja, das war relativ eindeutig beschrieben. den nächsten Hinweis haben wir. Seltsame Abtei. Durch den Brunnen auf der Empore des Zimmers mit den vier Säulen. Rechts hinter der Säule. Okay. Dann erstmal durch den Brunnen. Oh nein, ich hasse den Raum. Oh mein Gott. Zieh Mario, danke. Das ist wirklich ein ganz schrecklicher Raum hier. Weil wenn du von einem getroffen wirst, kannst du gleich hunderte Kämpfe machen. Das ist halt echt Arsch. Wobei, man kann es glaube ich schon noch umgehen, aber... So, auf der Empore des Zimmers mit den vier Säulen. Ich nehme an, wir müssen immer noch eine ganze Menge weitergehen hier. Sind wir jetzt in diesem Zimmer? Noch nicht. Nein, verdammt. Ich hätte erst nach rechts gemusst, glaube ich. Dumm. Ja, hier sind auf jeden Fall keine vier Säulen. Aber hier haben wir auch noch was. Und zwar in der seltsamen Abtei durch den Brunnen. Nee, Moment, das hatten wir gerade. In der seltsamen Abtei, in dem Raum mit dem Papagei, nahe der Tür. Stampfattacke. Jo, das haben wir schon mal. Verdammt, jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal hier rein, weil ich fürchte, wir hätten da oben rechts gehen müssen. Ne, aber rechts. Zimmer mit den vier Säulen? Meinen die vielleicht die vier Fackeln? Okay, hier waren wir ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Weil einen Raum mit vier Säulen habe ich jetzt nicht wirklich wahrgenommen. Wir müssen gleich einfach nochmal rausgehen. Aber wir haben noch einiges anderes in der Spukabtei. Das würde ich jetzt erstmal abgehen. Und zwar in der seltsamen Abtei. In einem Raum mit der Treppe, die durch die Schalter bewegt wird. Zwischen den beiden Türen. Eine Stampfattacke. Okay, Raum mit der Treppe, die durch Schalter bewegt wird. Ich glaube, die Schalter waren in diesem Raum hier. Ne, das war die Treppe, genau. Und die Schalter waren in anderen Räumen, aber ist auch egal.
In der Mitte zwischen den beiden Türen müsste, ja, hier sein. Perfekt. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Hier können wir einmal runterfallen, nehme ich an. Ja, genau. Das war auch tatsächlich mein Wunsch. So, und jetzt gucken wir nochmal im Raum mit den vier Säulen. Wir lassen vielleicht Nagarine mal draußen und gucken mal, ob die uns irgendwas sagt. Hier müsste es wahrscheinlich nichts geben. Genau, das hätte mich auch gewundert. Ansonsten hätte sie nicht gesagt, dass wir durch den Brunnen müssen. So, dann nehmen wir auf, ja, Nagarine jetzt hier noch nicht, weil wir müssen jetzt erst noch durch den Ekelraum. So, please. Oh mein Gott. Zieh, Mario. Yes, sehr gut. Jeder Durchgang durch diesen Raum ist ehrenwert. So, nee, hier ist es nicht. Ich meine, die Empore ist ja erst weiter hinten. Aber warum da vier Säulen sind? Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen Übersetzungsfail und man meinte eigentlich vier Fackeln. Aber gut, schauen wir mal. Hier ist nix. Hier müsste es dann sein. Ja, okay. Also vier Säulen ist kompletter Bullshit. Ja. Wir finden Übersetzungsfehler in Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Vielen Dank. Wo war es jetzt? Durch den Brunnen? Genau. Auf der Empore mit den vier Säulen rechts hinter der Säule. Hier. Ah, hinter der letzten Säule war wahrscheinlich das. Das habe ich vielleicht falsch aufgeschrieben. Aber ja, das mit den Säulen ist definitiv. Sind definitiv die Fackeln gemeint. Also das ist leider ein Übersetzungsfail. Das ist der zweite. Aber gut. Ich meine, das Spiel ist so lang und man hat sich, die Übersetzer haben sich so viel Mühe gegeben. Ich nehme mal an, dass sie bei diesen Sternsplitter-Hinweisen nicht, also dass die Übersetzer nicht mehr die einzelnen Hinweise abgegangen sind, was man hätte machen müssen, um rauszufinden, ob die Übersetzung so stimmt, sondern einfach das versucht haben, möglichst wörtlich zu übersetzen. Ja, und wenn da so Sachen drin sind wie, ja, wahrscheinlich gibt, wenn du sowas wie Pillar übersetzt, geht es wahrscheinlich, geht vielleicht auch als Fackeln-Übersetzung, weil die Fackel ja quasi auch auf so einem Sockel noch sitzt. Und den kann man vielleicht als Pillar bezeichnen. Und im Englischen würde man unter Pillar sowas eher verstehen, als im Deutschen unter Fackel. Und genau dasselbe haben wir mit Wardrobe. Ich schätze, dass es Wardrobe ist. Auf jeden Fall, ja, sind das wahrscheinlich die Probleme, die wir da sehen. Egal, so viel zum Philosophieren drumherum. Jetzt haben wir tatsächlich die Spukabtei abgeschlossen. Ich gucke nochmal, dass ich auch keinen Mist erzähle. Ja, es waren 1, 2, 3 Sternsplitter. Ne, 4 sogar. Mit vor der Abtei war auch noch einer. Und im Raum vom Papagei, genau, da haben wir alle. Super, dann sehen wir uns wieder, wenn ich bei der nächsten Location bin. Bis dann. So, jetzt sind wir auch schon wieder hier. Ja, surprise, surprise, in dem Raum, den wir wahrscheinlich in dem Spiel am häufigsten gesehen haben und der auch leider natürlich am arschigst weitesten weg liegt von jeglichem Gut und Böse. Aber ja gut, wir sind wieder in einem Fässerraum. Hier soll es etwas geben, und zwar in der Höhle, in der Höhle der Insel, auf der linken Seite im Raum mit vielen Fässern, wo du ein Hilfsmittel brauchst, um die oberste zu erreichen, in einem Fass. In einem Fass. Und das verwundert mich, weil habt ihr gesehen, dass irgendeines dieser Fässer hier offen war? Also ich nicht unbedingt, aber gut, wir schauen mal. Wir wissen zumindest so in etwa, was wir hier tun müssen. So, renn Mario. Was? Ach nö, warum? Okay, ich glaube, wir müssen ihm ein bisschen... Nee, das reicht wieder nicht. So, beim Hingehen. Jetzt. Nein, natürlich nicht. Hä? Aber gut. Warum hat Bad Omb jetzt nicht getriggert? Ich bin verwirrt. Bad Omb? Okay. Er hat sich gedacht, ich chill da unten ein bisschen im Wasser. Okay, super. So, ein Hilfsmittel. Ich meine, hier war ja schon die Insignie. Deshalb hatte ich nichts vermutet, aber tatsächlich, hier gibt es noch ein offenes Fass.
Es ist krass. Wirklich, wirklich krass, wie viele Secrets hier in diesem Raum sind. Also die Insignie, der Sternsplitter. Dann hatten wir hier noch diesen einen Job, wo wir irgendwie so einen Goomba mit Gumbrina zusammenbringen mussten, der uns dann ein paar Mal gegeben hat. Und all diese Sachen, alles in diesem Raum. Also der Raum ist wirklich massiv überladen mit Schätzen. Das ist echt heftig. Na gut, aber tatsächlich soll das der letzte Sternsplitter gewesen sein. Ja, ich bin gespannt, ob dem wirklich so ist. Wir werden es dann gleich noch sehen, schätze ich mal. Oh mein Gott. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir zurück in Rohling sind. So, jetzt sind wir zurück in Rohling und ich möchte beim guten Funkelbart einfach nochmal alle meine Sternsplitter ausgeben, weil für mehr werden wir sie ja jetzt nicht mehr gebrauchen können. Und tatsächlich ist es so, es geht perfekt auf. Du kannst alle Sternsplitter ausgeben und damit alle Orden kaufen. Coole Sache. Dann weißt du auch, dass du alle hast. Oh, huhu, wenn du mal wieder zum Tauschen hast, komm wieder vorbei. Achso. Leider habe ich keinen Orden mehr. Verzeih mir. Okay. Gut, wir haben alles abgekauft. Sein Laden ist leer. Einwandfrei. Damit sind wir dem Punkto Completionist wieder einen näher gekommen. Und ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist jetzt ein oder zwei Orden, die wir jetzt noch in einem kommenden Gebiet kriegen werden. Hoffentlich. Wir gucken noch mal kurz nach. Orden. Ja, zwei Stück sollten es sein. Und wie gesagt, die sollte es eigentlich dann noch im letzten Gebiet geben. Hoffen wir, dass dem auch so stimmt. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch mal kurz in den Shop gehen und uns noch mal vorbereiten für das, was da kommt. Wir könnten auch tatsächlich noch mal eine Runde pennen gehen. Ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, dass wir da auch noch mal gut gewappnet sind. Nein, du bist mal wieder nicht. Schlaflosigkeit, Prinzessin. Uns egal. Ja, man muss sagen, also dadurch, dass ich bin jetzt 13 Locations abgegangen innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Ist eigentlich okay vom Pathfinding her, finde ich. Also dadurch, dass das wirklich eine ganze Menge an Locations sind. Klar, mit heutigen Spielen, Schnellreisefunktionen und was weiß ich, da wäre man natürlich deutlich schneller, wenn man sowas abgehen würde. Aber ich finde es okay. Also gerade für ein Spiel, was auch sich nicht anmaßt, eben eine krasse Schnellreisefunktion zu haben, finde ich schon durchaus in Ordnung. So, was brauchen wir? Was brauchen wir nicht mehr? Definitiv brauchen wir keine Mango mehr. Wir brauchen genauso wenig einen Superpilz. Wir brauchen genauso wenig einen Pau-Block. Ja, den Pilz und den Eishauch können wir auf jeden Fall auch weglegen. Was bleibt denn dann eigentlich noch? So viel haben wir dann nicht mehr. Space Food ist unnötig. Ja, gut, den Fehlschlag brauchen wir nicht zu lagern, glaube ich. Lädt dich auf, aber macht dich schlaff oder schläfrig. Das will ich eigentlich nicht unbedingt machen. Sterndinner. Stellt 7 KP, KP-Erholung setzt ein. Ist vielleicht gar nicht so schlecht mal. Eisschmatz, Elektropop. Ist alles nicht so krass. 20 BP ist okay. Oh ja, den behalten wir auf jeden Fall mit 64 BP. Den können wir zwar absolut nicht ausnutzen, aber gut. Okay, wir können nichts mehr lagern. Jetzt holen wir mal ab eine Runde noch. Pilzcrepe klingt schon mal gut. Was haben wir noch Schönes? Paar Mal. KP-Erholung, nur der hinten stehende kann das benutzen. Sterndinner ist cooler. Wirf es auf einen Feind. So ein Spaß. Solche Spaß-Items würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen, wo man nicht genau weiß, was passiert. Feuersoße. Ich weiß nicht, was die im Kampf macht. Ich möchte es aber, glaube ich, auch nicht ausprobieren. Bombenfraß. Eine explosive Spezialität aus Realities Küche. Okay. Nehmen wir mit. Ich hoffe, dass wir sie nicht essen müssen. Dessert. Den Lebenspilz definitiv. Und das Festschmaus würde ich auch gern mitnehmen. 40 KP, 40 BP ist natürlich Bombe mit unseren Ausstattungen. Das ist einmal nahezu ein Full Heal bei allem. Genau. Und die ganzen Ultra-Sachen hier nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Also, wenn wir nicht gut gewappnet sind, dann für die letzten Gebiete, dann weiß ich es auch nicht.
So, was haben wir noch hier? Ein Gelee-Pilz können wir noch mitnehmen. Nur 50 BP aufheilen, ist auch gar nicht verkehrt. Noch ein Sterndinner? Wackers Kick können wir auch mitnehmen. Und vielleicht noch... Ja, das bringt nicht viel... Ja, noch ein Sterndinner mit, oder? Ich glaube schon. So, damit haben wir da auch alles geholt. Jetzt können wir noch 11 Items lagern. Dann nehmen wir nochmal die, die wir nicht für sinnvoll befinden und lagern die. Ja, 20 kann man machen. 10 und 10, 15, 20. Ist eigentlich okay. Das saure Tonic brauchen wir nicht unbedingt. So, der Schokokuchen nochmal. 5, ja. Wir haben ziemlich viel BP hier, was aber auch gar nicht so verkehrt ist, glaube ich, weil dadurch, dass, dann können wir halt echt mal ordentlich BP spammen. Und dann verkaufen wir gerade noch den Fehlschlag. Cool, eine Münze. So, wie sieht unser Inventar aus? Wir haben... Ja, ziemlich viel voll tatsächlich. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite können wir mit den meisten Sachen eh nichts mehr anfangen. Das heißt, ich würde einfach die Sachen einsetzen, wenn wir nichts mehr brauchen. Das passt dann schon, denke ich. Ja, ist auf jeden Fall ein ordentliches Inventar. So viel kann man festhalten. Ich würde mir, glaube ich, noch einen Lebenspilz kaufen, damit wir dann nochmal auf der sicheren Seite sind. Und ich glaube, dann sind wir good to go. Und vielleicht nochmal gucken bei der Lotombola. Da können wir auch nochmal vorbeischauen. Wenn heute der Tag sein sollte, an dem wir was gewinnen, dann wäre es ziemlich episch. Aber ich gehe nicht davon aus. Bei dem Glück, was wir bisher hatten. Heute Gewinnzahl... Nee, war klar. Dass wir es innerhalb der gesamten Zeit nicht... Was? Du bist... Was? Stand da, du bist morgen dran? Okay. Hätte ich... Wäre natürlich cool, wenn das wirklich so ist, dass man das nächste Mal fragt... Wie speichert das Spiel die Tage, würde mich mal interessieren, weil die GameCube hatte ja noch kein integriertes Datumssystem, oder? Muss man einfach die Session beenden? Das könnte natürlich sein. Aber möchte ich jetzt ungern ausprobieren. Mal einmal einfach rausgehen muss und dann wieder rein und dann ist der nächste Tag. Wahrscheinlich wird es so sein, aber... Wäre natürlich schon nochmal cool zu gucken, was man da kriegen würde. Stand da echt gerade? Morgen bist du dran? Keine Ahnung. Ich hab's nicht richtig wahrgenommen, leider. Aber gut, wie gesagt, die eine Stunde, oder jetzt, ja, insgesamt sind wir jetzt genau eine Stunde dran. Nein, nicht ganz genau eine Stunde, aber fast eine Stunde. Und das finde ich eigentlich für das Abgehen von so vielen Gebieten ziemlich gut. Aber was auch krass ist, wir waren echt gründlich in den letzten beiden Gebieten. Also, wir haben ja damals, wo wir die Quests gemacht haben, haben wir ja Nagirine schon mitgenommen. Und haben dann auch schon intensiv gesucht nach irgendwelchen Sternsplittern. Und offenbar war das intensiv genug, dass wir wirklich keinen mehr da liegen haben lassen. Und das ist schon gute Leistung, würde ich sagen. Da kann man sich durchaus mal auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, bei den anderen Gebieten war es auch so, dass wir die... nicht wirklich abgegangen haben. Ich glaube, den Wunderwald hatten wir mal kurz abgegangen. Was mache ich hier? Das ist Schwachsinn. Den Wunderwald hatten wir kurz abgegangen. Aber ich weiß nicht, ob wir in Ironas Haus waren. Und im Wunderbaum waren wir definitiv nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und in Falkenheim, gut, die Telefonzelle, die hatten wir nicht gefunden, weil wir ja noch das andere Item da hatten, was Nagirine quasi geblockt hat, die Telefonzelle zu finden. Im Düsterwald, in der Spukabtei, waren wir, glaube ich, nicht mehr und haben da gesucht. Und dann, ja gut, nee, dann war es das eigentlich schon fast. In Logarzburg, das eine hätten wir, glaube ich, noch finden können, aber ansonsten war es das. So, tiefste Etage 100 mal, Sternensplitter 100 von 100 Stück. Das sieht doch toll aus. Und damit wollte ich nur noch mal die Bestätigung holen, dass wir wirklich alles gesammelt haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, mache ich noch mal ganz kurz einen Schnitt, ganz kurz eine Pause. Und dann widmen wir uns, ja, dem Finale. Bis gleich.